Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Bremsscheiben und Belege exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus. Ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Um den Wechsel der Bremsscheiben und Bremsbeläge an deinem Fahrzeug durchzuführen, musst du die Räder abnehmen, um vollen Zugang zu haben. Hebe die Vorderseite deines Fahrzeugs an. Stelle das Fahrzeug auf die Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Bitte jemanden, das Bremspedal zu betätigen. Löse und entferne mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die beiden Halteschrauben an den Bremsscheiben. Hebe mit einem flachen Schraubendreher die Haltefeder der Bremsbeläge an und ziehe sie heraus. Lasse während des Vorgangs immer einen Finger auf der Feder, damit sie nicht wegspringt. Drehe die Bremsscheibe nach außen. Das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlochs an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze den Schraubenzieher als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Sobald genügend Platz zwischen der Bremsscheibe und dem Bremssattel vorhanden ist, kannst du den Schraubendreher noch tiefer hineinschieben. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Nimm mit Hilfe eines ziemlich schmalen Schraubendrehers die beiden Verschlusskappen von den Schrauben an der Gewindestange ab. Löse den Bremssattel. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 7 mm Inbusseinsatz die beiden Schrauben von der Gewindestange. Tipp: Befestige ein Stück Stromkabel oder Schnur an einer der Windungen der Tragfeder. Nimm den Bremssattel ab. Entferne die Bremsbeläge. Um zu verhindern, dass der Bremsschlauch beschädigt wird, kannst du ihn ans Kabel hängen, das du zuvor an der Federung angebracht hast. Löse die beiden Halteschrauben mit einem T-Schlüssel und einem 55er Torx-Einsatz von der Halterung des Bremssattels. Je nach Zustand der Schrauben musst du einen Hammer verwenden, um sie zu lösen. Nimm die Schrauben und dann die Halterung ab. Entferne die Fixierungsschrauben vollständig, um die Bremsscheibe herauszunehmen. Manchmal ist die Bremsscheibe an der Radnabe blockiert, verwende in diesem Fall einen Hammer, um sie herauszunehmen. Entferne schließlich die Bremsscheibe. Reinige die Nabe mit einer Metallbürste. Okay, Leute, dass wir euch dieses Video einbieten und ihr damit Geld sparen könnt, ist auch unserem Partner Mr. Auto zu verdanken. Wenn ihr uns also beim Kauf der Teile für diesen Vorgang unterstützen möchtet, besucht die Website von Mr. Auto. Weiter geht's! Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Bremsscheibe zur Hand. Bevor du die neue Bremsscheibe einbaust, musst du sie mit Bremsenreiniger und Haushaltspapier säubern, um Paraffinablagerungen zu entfernen. Falls es sich die Bremsscheibe beschichtet ist, kannst du sie direkt auf die Radnabe legen.
Platziere die neue Bremsscheibe und schraube die beiden Fixierungsschrauben von Hand so fest wie möglich an. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen, das erleichtert den Wiedereinbau. Baue die Halterung wieder ein und schraube sie zunächst auch von Hand an. Und zum Schluss dann mit einer Ratsche und einem Torx 55 Einsatz, um sie zu blockieren. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Bringe den äußeren Bremsbelag an seinen Platz an. Und setze den Bremsbelag auf der Seite des Kolbens in die Halterung. Setze den Bremssattel wieder ein und bringe die Schrauben an der Gewindestange wieder an. Drücke sie hinein und schraube sie mit dem Steckschlüssel an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Bringe die Verschlusskappen wieder an der Gewindestange an. Vergiss nicht, das Stromkabel zu entfernen, das du verwendet hattest, um den Bremssattel zu blockieren. Bringe die Halthefter der Bremsbeläge wieder an. Du kannst dir eine Zange zu Hilfe nehmen. Danach kannst du die Räder wieder montieren. Und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto nach dem Bremsscheibenwechsel wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!